Was ist denn los? Und zwar rufe ich an von Interactive Brokers. Ich wurde Ihnen zugewiesen als Account Manager, um Ihnen behilflich zu sein bei Ihrer Accountaktivierung in unserem Trading-Unternehmen. Ach, und dann rufst du zur Mittagszeit am Feiertag an, oder was ist da los bei euch? Hier ist gerade kein Feiertag bei uns. Tut mir leid. Türkei oder was? Ja, ich rufe. Nein, ich rufe aus England an. In England gibt's keinen Pfingsten? Jetzt nicht heute, also heute ist kein Feiertag hier. Wann ist denn das englische Pfingsten? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin... Ist ja auch egal, mit wem willst du eigentlich reden, Kollege? Hier wohnen 5 Leute. Okay, mit Yasrael, Nachname sehe ich hier Geldbaum. Ja, warte. Yasrael, Telefon! Okay. Warte, der kommt. Okay, alles klar, danke vielmals. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Michael und zwar rufe ich an von Interactive Brokers. Michael? Ja, genau. Ja, was ist los? Und zwar hast du Interesse an unserem Trading-Unternehmen gezeigt und ich wurde als Account Manager Ihnen zugewiesen, bei Ihrer Anmeldung behilflich zu sein für Ihr Trading-Account bei uns. Ja. Das ist gut, oder? Oh, ja, natürlich. Ja, ich weiß ja nicht. Ich dachte, habe ich etwas falsch gemacht? Nein, Sie haben nichts falsch gemacht, sondern Sie haben auf einer unserer Anzeigen drauf gedrückt. Und Sie haben sich wahrscheinlich versucht zu registrieren bei unserem Unternehmen. Die Registrierung ist halt noch nicht komplett durch. Und deshalb wurde ich von meinem Unternehmen an Sie zugewiesen heute, um Ihnen bei der Registrierung behilflich zu sein. Ach so, guter Mann. Welches Internetseite war das? Interactive Brokers. Interactivebrokers.com oder was? Ja, genau, .com. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Okay, es kann sein, dass du wahrscheinlich auf einer unserer Werbeanzeige drauf gedrückt hast. Wahrscheinlich war die Werbeanzeige von einer anderen Trading-Plattform. Ist das so? Ja, das kann sein. Haben Sie denn schon Erfahrung mit Trading? Nee, noch überhaupt nicht. Auf dieser Internetseite steht, okay, ist Firma von USA, tollstes Land in der Welt, aber du rufst aus England an. Ja, weil wir auch unseren Sitz in England haben. Oh, also wir sind weltweit vertreten. Das ist gut, aber es gehört zu uns und da. Nein, wir sind ein Unternehmen, das weltweit zuständig ist. Also wir haben Kunden, die praktisch auf der ganzen Welt sind. Ah, ja. Bist du Amerikaner? Nein, ich bin kein Amerikaner, ich bin Deutscher. Ich mag Amerika. Wo kommen Sie denn her? Kasachstan. Aha, okay, alles klar. Tollstes Land in der Welt. Einmal habe ich gesungen Hymne von amerikanischer Hymne mit Text von kasachischer Hymne. Bei einem Volksfest, die Menschen haben nicht verstanden. Ja, das... ich fand auch sehr lustig. Ich bin 43. Aha. Und Sie? Ich bin 30. Mazel Tov, du hörst dich an wie 17. Dankeschön. Ja. Bitteschön. Menschen mich auch immer schätzen, aber ich bin alter Sack. Na, noch nicht ganz so alt. Na doch, graue Haare überall im Bart. Ist nicht gut. Kann man sich färben lassen, ne? Nein, das ist Schande für die heilige Kuh. Oder ja, nicht? Ist auch gut, die Weisheit zu zeigen, ja. Also, wenn man graue Haare hat, sollte man sich das auch zeigen lassen. Ja, ich bin schlauer als meine Eulen. Ich züchte Eulen. Also hätten Sie Interesse an unserem Trading-Unternehmen mit einzusteigen oder nicht? Also, das kommt daran, wie viel Geld kann man verdienen. Okay, ich kann Ihnen das gerne einmal erklären. Also bitte. Bei uns kann man mit einem Mindestbetrag zum Beispiel von 250 Euro einsteigen.
Und unser Unternehmen zahlt 30% Bonus auf diese Summe. Das wären 75 Euro, die praktisch unser Unternehmen auf ihre Einstiegssumme draufzahlt. Oi wei. Und dadurch, dass wir mit einer künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten, besteht die Gewinnchancehöhe bei 45-60%. Also unser Unternehmen sagt, dadurch, dass wir diese künstliche Intelligenz haben, die mit dem Trading zuständig ist, dass die Gewinnchance bei 45-60%, also dass sie das erwarten können. Und wir haben flexible Auszahlungen, das heißt, alle zwei Wochen können sie sich praktisch das Geld wieder auszahlen lassen, aber auch wenn sie sagen, nach zwei Wochen, dass sie unzufrieden sind, ja, wird die natürlich ihre Einzahlung bei uns wieder ausgezahlt. Das hört sich sehr gut an. Ich denke, müssen wir jetzt gleich einmal so ein paar Sachen kurz besprechen, richtig? Okay, alles klar. Weil dann muss ich eben mein Essen vom Herd nehmen. Ich bin sofort wieder bei dir, ja? Wartest du eine Minute? Alles klar, ja. Bin gleich alles wieder klar, da. Ja. Dankeschön. Hallo, noch dran? Entschuldigung, da bin ich wieder. Okay, alles klar. So, haben Sie irgendwelche Fragen? Sie können gerne Fragen stellen, ich kann die auch beantworten. Also Fragen, die im Also was war das jetzt? 40-60% Profit im Monat? Ja, genau. Das hört sich klasse an und das kann man nur mit 250 Euro machen oder geht auch mehr Geld? Nein. Also das ist unser Mindestbetrag. Also Neukunden biete ich immer an, die sollten sich erstmal mit dem Mindestbetrag anfangen, weil das muss ich das erstmal einfach anschauen kann. Vor allem Kunden, die jetzt noch nicht wirklich Erfahrung im Trading haben. Ja. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit, mit 500 Euro einzusteigen. Da wäre der Bonus dann 150 Euro, der draufkommt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit 750 Euro einzusteigen. Da wäre der Bonus 225 Euro, also immer 30%. Und dann ist noch die höchste Investition, die wir momentan anbieten, die ist bei 1000 Euro und dafür gibt es einen Bonus von 300 Euro. Das hört sich gut an. Gibt feste Laufzeit oder kann man machen bis so lange man möchte? Solange sie wollen. Natürlich wird dann dieser Trading-Account aktiviert und das ist dann ihnen überlassen, wie lange sie gerne bei uns Kunde sein möchten. Sie können sich natürlich jederzeit das Geld auszahlen lassen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt nach zwei Wochen sagen, Sie möchten das alles nicht mehr, dann wird Ihnen das Geld inklusive das Bonus, das von uns gezahlt wird, wieder direkt auf Ihren Konto zurücküberwiesen. Das Bonus auch? Kann ich auch bekommen? Ja, genau. Oh wei, das ist ja fast zu gut, um wahr zu sein. Ich mache das. Ja, das ist halt so, weil viele Kunden, die bei uns einsteigen, die denken, die sind erstmal ein bisschen verunsichert und so weiter. Wenn sie dann erstmal sehen, wie viel Geld die wirklich machen, dann lässt sich natürlich auch keiner mehr das Geld auszahlen. Aber wie gesagt, wenn sie unzufrieden sind, besteht immer die Möglichkeit, das Geld nach zwei Wochen sich wieder auszahlen zu lassen, ohne Probleme. Und danach auch immer so in Rhythmus von zwei Wochen, oder kann man jeden Tag machen? Also wir sagen, dass, weil natürlich auch Bearbeitungszeit dazwischen ist, also immer so nach 5 bis 10 Werktagen können Sie sich das Geld auszahlen lassen. Das hört sich gut an. Also ja, kann man immer machen, muss man nicht irgendwie so. Weißt du, bei Amazon Partnernetzwerk muss man immer 3 Monate warten, bis kann man das Geld nehmen. Nein, also bei uns ist das nicht so. Wir haben flexible Überweisungen, das ist alles. Du bist gut, Herr Junge. Ja, auf jeden Fall. Der Deal hört sich sehr interessant. Ja, und ihm wird dann auch ein Finanzberater praktisch zugewiesen. Ein was? Ein Finanzberater wird ihm zugewiesen, wenn sie bei uns einsteigen. Ist das dieses Computer-intelligent, oder? Nein, unser Finanzberater, er arbeitet mit dieser Computerintelligenz zusammen. Aber natürlich muss sie auch immer mal wieder programmiert werden oder geupdatet werden oder sonst noch was. Aber sowas kann ich gar nicht. Ich kann nicht programmieren, ich bin Geflügelzüchter. Nein. Das ist alles an unserem Finanzberater. Also der Finanzberater wird für Sie zuständig sein und Sie bei jeden Fragen unterstützen, die Sie haben. Also Sie können auch dann den Finanzberater mit dem WhatsApp-Kontakt haben oder per E-Mail, wie es Ihnen am besten passt. Und der Finanzberater kann Ihnen dann jedes Mal also einfach Bescheid sagen, wie viel Sie jetzt bei uns verdient haben, wie hoch jetzt momentan Ihr Einkommen ist und
wo jetzt gerade investiert wird von ihrer Seite aus und so weiter. Also die Finanzberater kümmert sich praktisch um alles, dass sie selber nichts machen müssen. Aber wir bieten auch Schulungen an. Schulungen? Und falls sie auch gerne mal selber im Trading machen möchten, die Schulungen, die sind auch kostenlos, die sind mit in diesem Paket mit einbegriffen und der Finanzberater wird auch praktisch die Schulungen mit ihnen machen, aber nur auf Anfrage. Das heißt, wenn sie diese Schulungen nicht haben möchten, ist das kein Problem. Der Finanzberater wird sich um alles kümmern, zusammen mit der künstlichen Intelligenz. Das heißt? Ich kann einfach nur mal nachfragen, wie viel Geld ich jetzt gemacht habe. Aha. Und dann kann Ihnen der Finanzberater Bescheid sagen, wie viel Sie Geld jetzt haben, falls Sie das selber nicht machen möchten. Also habe ich richtig verstanden. Ich mache dieses Investment und dann dieses Computermaschinen und eines Mensch, die arbeiten mit diesem Geld und für mir Profit machen. Genau. So und was verdient deine Firma? Wie viel muss ich bezahlen? Also wir verdienen praktisch 5% daran. Also du kannst 45-60% verdienen und wir verdienen von diesem Geld 5%. Also wenn ich Profit mache, dann die Firma kriegt einen Anteil. Genau, 5%. Und was ist, wenn ich Geld verliere, oder geht das gar nicht? Dadurch, dass wir diese künstliche Intelligenz haben, wird der Verlust aufs Maximale minimiert. Das heißt, sie werden keinen Verlust machen, weil die künstliche Intelligenz direkt erkennen kann, sobald eine Aktie einstürzt. Das ist gut. Ja. Und ich drücke dann auf den Stopp-Knopf. Ja, ungefähr so läuft es dann, ja. Und dann wird in was Besseres investiert, was gerade mehr Profit. Das ist gut. Springt. Aber sag mir, wenn sie zu in Amerika und England ist, mit Steuer ist Problem oder kann man machen? Das ist kein Problem. Wie gesagt, das wird alles dann auch über eine App laufen und da haben sie dann eine Wallet, also praktisch einen Geldbeutel, ja. wo das Geld dann einfach eingezahlt wird und dann können sie von dort aus selber entscheiden, ob sie das Geld auf ihren Konto laden oder auf PayPal oder was auch immer. Ah, also ist kein Problem, wenn habe ich Freund in Mikronesien, was nimmt dieses Geld? Könntest du nochmal wiederholen? Ist kein Problem, wenn ein Mensch von Nicht-Deutschland diese Geld nimmt wegen Steuer? Nein, das ist kein Problem. Gut, sehr gut. Das hört sich sehr delikat an. Ich mag das. Okay. Was muss ich machen? Also um uns bei uns einzusteigen, werde ich Ihnen dann einen Warte mal ganz kurz. Besteht. Das ist der Typ. Was haben wir gesprochen? Was habe ich dir gezeigt? Ja, ich frage. Sag mal, kann ein Kollege auch mitmachen oder sollen wir dann zusammen eines Account machen? Also natürlich, sobald Sie eingestiegen sind, können Sie uns gerne Kunden also weitergeben, also ja. Leute, die interessiert sind und da würden Sie auch selber daran verdienen. Wir zahlen eine 50% Prämie. 50? Das heißt, wenn jetzt Ihr Kollege einsteigt mit 250, ja. Wenn jetzt Ihr Kollege zum Beispiel einsteigt mit 250 Euro, dann kriegen Sie davon 50% Prämie auf Ihren Trading-Account eingezahlt. Direkt oder wenn er das alles verspielt hat? Natürlich direkt, sobald die Aktivierung durchgelaufen ist. Mazel Tov, das ist ja... Du kannst auch sowas haben, es dauert nur ein bisschen. Das hört sich gut an. Das kann, wie lange dauert diese Aktivation zu machen? Die Aktivierung, die geht ziemlich schnell. Wir sagen ungefähr 10 Minuten wird das dauern. 10 Minuten? Dann werde ich die einmal ans Recht. Ja. Und dann kann man verdienen? Also, ja, dann wird direkt verdient. Sobald Ihr Account aktiviert ist, wird direkt damit investiert. Und wo wird heute investiert? Ist das Gold oder was ist das? Ich mag Gold. Da müsste ich Sie leider... Ja, wir investieren auch in Weltmetalle, aber was jetzt gerade im Trend ist, das kann ich Ihnen nicht direkt sagen, weil ich nur als Account Manager hier zuständig bin. Das wäre dann Ihr Finanzberater, den ich Ihnen zuweisen werde, der Ihnen dann genauere Informationen geben kann, wo gerade investiert wird, was am besten ist. Machst du selber diese Trading? Momentan. Hast du das selber gemacht? Ja, mache ich auch selber. Und wie lange schon? Selber. Ich mache das jetzt seit 3 Monaten und ich habe mein Geld verfünffacht. Mazel Tov, das ist ja genial. Auch bei deines eigenen Firma oder ein anderes? Ich mache das jetzt auch bei unserem Unternehmen und ich bin jetzt auch dabei, noch in ein anderes Unternehmen mit einzusteigen, weil meiner Meinung nach ist das besser bei mehreren Trading-Unternehmen,
sich praktisch anzumelden, weil dann die Gewinnchance einfach viel höher ist. Ah, ich verstehe. Wenn man bei beiden kriegt, gleiches Bonus, ist natürlich sehr gut. Ja. Das ist klasse. Und das war 50... Nein, ich spreche es nicht aus. Was habe ich richtig verstanden, wenn ich einen Kollegen bringe, ja? Ja, genau. Da kriegen Sie 50% Prämie praktisch von der Summe, die Ihr Kollege einsteigt. Wenn er jetzt für 500 einsteigt, dann kriegen Sie davon 50%. Ja, ich kann rechnen, 250. Danke. Ja, dann fange ich selber mit den 2000 an und zeige das denen nach 2 Wochen und dann die das bitte auch machen, dann ist für mich sehr gut. Auf jeden Fall. Und dann wir in London Kaffee trinken. keine Sorge, ich bin nicht schwul, war nur ein Witz. Na. Gut, lass uns loslegen. Okay, also haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nein, ist Festnetztelefon. Wir haben Poolparty gemacht, ist alles versenkt. Ist gerade kaputt. Okay, Sie haben kein WhatsApp auf dieser Nummer. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Aber es bringt nichts, weil das Gerät ist im Arsch. Ist richtig gegrillt worden im Wasser. Okay, wir haben schwimmende Insel gemacht, die ist mit Bierkisten. Aber ein Idiot hat alles Flaschen auf eine Seite rausgenommen. Und dann ist natürlich umgekippt. Kinder nie in der Schule gewesen, Physik nicht gelernt. Und jetzt sind 3 Handy kaputt. Ja. Aber E-Mail haben wir. Oder ich. Ist meines. Also haben Sie eine E-Mail-Adresse, wo ich Sie kontaktieren kann? Ja. Was muss ich machen? Soll ich schreiben, sagen? Ja, genau. Ja, das ist Taube wie der Vogel. Okay. Und dann meine Glückszahl 88. 88? @aol.com. Ich bin ein AOL-Kind. Okay, alles klar. Kennst du von damals noch die Werbung? Bin ich schon drin? Meine Frau auch immer fragt. Nee. Also haben Sie Interesse jetzt einzusteigen oder nicht? Ja, ich klar. Das Gefühl, ich finde das richtig klasse. Na, okay, alles klar. Und dann können wir heute anfangen. Okay. Ja, ich werde Ihnen den Aktivierungslink einmal per E-Mail schicken und dann können Sie mir zurückschreiben, ob Sie den bekommen haben oder nicht, ja? Ja, schick mal kurz rüber. Wir können hier so lange noch kurz gucken. Und dann kann das losgehen. Okay. Was muss ich machen? Brauche ich Copy von Passport oder sowas? Im Aktivierungslink musst du praktisch deine Daten eingeben. Das heißt, da wird deine Adresse und so weiter und deine Bankdaten, um diese Überweisung von 250 Euro zu tätigen. Das musst du aber alles von deiner Seite aus machen. Wenn das von deiner Seite aus nicht klappen sollte, besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir das von unserer Seite aus machen. Aber aus Datenschutzgründen würde ich wirklich empfehlen, das erstmal nur von deiner Seite aus zu machen. Ja, aber was brauche ich? Dann kann ich gleich schon mal rausgucken. Du brauchst einmal deine Adresse, deine also genaue Adresse mit Postleitzahl und so weiter. Ja, logisch. Und dann deine Karten. Ja, und dann deine Kartennummer wirst du brauchen. Meine Kartennummer, also deine schickst du mir wie man dann Überweisung machen oder wie funktioniert das? Ja, genau. Also, genau, das wird eine Überweisung getätigt. Also du wirst deine Bankkartennummer brauchen. Nee, dann brauche ich, wenn ich Überweisung machen soll, brauche ich doch eure Nummer, also IBAN. Ah, das wäre von Bank zu Bank Überweisung, da muss ich ja auch nochmal Informationen geben. Also von Bank zu Bank Überweisung ist das ein bisschen teurer. Das wird dann 350 statt 250 kosten, weil da Kosten auf uns aufkommen. Aber wenn das eine Online-Überweisung ist, falls du eine Visa oder Mastercard hast, dann bleibt es bei diesen 250. Aber du, ich wollte ja nicht 250 nehmen, ich wollte ja die 2000 nehmen. Diese 100 Euro sind die Witz. Okay, also diese 2000 gibt es bei uns nicht, die höchste Investition ist 1000 Euro. Achso, dann habe ich falsch verstanden. Dann wir das machen. Okay. Ist Problem mit Banküberweisung? Okay. Also es ist einfach nur das Problem da, dass das ein bisschen teurer wird durch die Bank-zu-Bank-Überweisung, aber es ist möglich. Ja, aber was, seien wir doch ehrlich, was kostet eine Überweisung? Kostet 50 Cent zu machen, kostet nicht 100 Euro.
Also das sind die Informationen, die ich vom Finanzteam so bekomme. Da, wenn Sie noch weitere Fragen haben, kann ich Sie gerne ans Finanzteam weiterleiten, aber Sie sprechen nur Englisch. Und das ist nicht schlimm. Ich spreche Englisch, Hebräisch, Russisch. Ich kann sehr viele Sprachen. Okay, alles klar. Dann kann ich Sie gerne mal ans Finanzteam weiterleiten, wenn Nein, Sie möchten. So wichtig ist mir das nicht. Ich möchte jetzt lieber, wegen dieser 100 Euro sind eine Witz. Ich möchte lieber, dass wir heute zu einem Anfang kommen. Okay. Okay, ich werde Ihnen alle Informationen via E-Mail zuschicken und natürlich die Bank-zu-Bank-Überweisung, das wird jetzt nicht direkt klappen, das dauert auch erstmal 24 Stunden bis 48 Stunden, ja, soweit ich weiß. Ja, ist ja auch Feiertag heute, wie sollen Sie es schaffen, die sind ja nicht und das da. Kommt auch noch, ja, das kommt auch noch dazu, ja. Mazel tov, aber wir werden das schaffen. Einen Tag nicht so das Problem. Okay, okay, ich werde Ihnen auf jeden Fall den Aktivierungslink per E-Mail zuschicken und Sie können mir dann gerne antworten, sobald das irgendwie klappt. Sie können mir auch Screenshots schicken per E-Mail, ob die Aktivierung, ach so, ob die Aktivierung durchgegangen ist oder nicht. Ja. Ja, dann schick mal rüber. Ich bin nicht so klug mit Computer. Da können Sie mir helfen. Okay, kleinen Moment. Ich kenne mich aus mit anderen Bleiben Sachen. Bleiben Sie mal kurz dran, ja? Ja, ich habe Zeit, danke. Okay, alles klar. Ja, du kannst das auch machen. Ich spreche mit ihm und danach erkläre ich dir alles. Ja, nein, bring, du musst jetzt einfach kurz warten. Wann habe ich mit ihm gesprochen, wird es, ich dir zeige das. Und erst ich einen Test machen und dann könnt ihr auch mitmachen. Geld läuft nicht weg, das wird jeden Tag mehr auf der Welt. Du weißt doch, ist nicht mehr wie früher, dass du Goldstandard hast, gibt nur so viel Geld, wie es Gold gibt. Heute drücken die auf einen Knopf und bang, ist alles da. Von daher nicht stressen. Lass mich mein Business machen und dann wir reden. Kleinen Moment, ich werde gerade einmal noch den Aktivierungslink, der wird gerade generiert von unserem Finanzdepartment. Ja. Ich bin gleich zu, warten Sie bitte noch 1-2 Minuten, ja? Das ist kein Problem, ich mache Computer schon okay, mal an so klar. Lange und dann können wir gucken. Okay, alles klar. Brauche ich Kopie vom Passport, dann muss ich scannen machen. Nein, 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 vom Passport, da wird gar nichts gebraucht. Gut. Aber sonst auch gar nichts an irgendwie Informationen, weil vor 2 Wochen habe ich Bankkonto gewechselt. Das war ein Riesendrama. Also ich brauche keine Informationen von Ihnen, weil Sie Ihre Informationen alle selber eingeben müssen. Ja, aber ich muss da auch nichts hochladen. Nein. Kein Certificate oder irgendwas? Nein, müssen Sie nicht hochladen, gut. Gar nicht. Gut, das ist gut, das Service. Also bis jetzt habe ich noch keines Mail bekommen. Kleinen Moment noch. Gewinne Tickets für DFB-Pokalfinale. Nein, danke. Dima, daj mi ja wodka, пожалуйста. Спасибо, братан. Ja, einen Moment. Ich spreche noch. Ich warte gerade auf das alles. Jetzt, ja, lass mich das jetzt in Ruhe machen. Okay, also ich habe gerade einmal mal mit dem Finanzteam geredet, die Bank-zu-Bank-Überweisung, das klappt momentan leider irgendwie nicht. Also die einzige Möglichkeit wäre nur, wenn Sie eine Visa-Card zur Verfügung haben, aber da muss natürlich Ihr Name draufstehen. Oh, was mit Online-Banking? Klappt auch nicht? Ja, dafür brauchen Sie ja die Visa oder Mastercard, ja. Naja, bei Online-Banking, also ich habe kein, wie sagt man das, keines, physisches Karte, habe ich bei Online-Banking habe ich mein Maß da drinnen, aber ich noch nicht benutzt haben. Aber kann ich okay, machen, aber Sie ich haben kein eine Problem. So virtuell. Aber Sie haben eine Mastercard, verstehe ich das richtig? Ja, ein virtuell. Also Sie haben eine Mastercard, verstehe ich das richtig? Ja, kann ich benutzen, aber ich wollte ich normal machen, aber wenn normal nicht geht, okay. Dann benutzen wir. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Dann werde ich Ihnen jetzt einmal den Aktivierungslink dafür zuschicken. Mach mal. Und dann geht's auch los heute, oder was? Also sobald Sie aktiviert haben und das Geld überwiesen ist, dann geht's direkt los. Ja, das ist schon logisch. Ist gute Party bei dir. Viel los, weil viele interessiert sind am Aktienhandel. Ist doch gut, oder? Ja, natürlich.
Gibt's denn sonst noch was? Das muss ich wissen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Jetzt so spontan nein, aber gibt irgendwas so FAQ? Was muss man wissen? Was muss man einmal hören? Also ich habe Ihnen jetzt gerade Ihren Link zugeschickt. Ich guck mal. Es kann natürlich auch sein, dass es unter Spam vielleicht ist oder da ist was weil gekommen. Ich jetzt ihn zum ersten Mal. Michael Mayer. Ja, genau. Ich habe jetzt nichts reingeschrieben. Ich habe einfach nur den Link reingeschickt, reinkopiert und. Wenn ich da drauf drücke, kommt 404 Page Not Found. Okay, kleinen Moment. Vielleicht einmal nochmal. Das ist aber jetzt auch ein ganz anderes E-Mail-Adresse. Was hast du mir für Seite gesagt? Ist vielleicht deswegen? Das ist einfach nur der Aktivierungslink. Also da einmal draufdrücken und wenn das sich nicht öffnet, dann können Sie gerne nochmal die Seite neu laden. Nee, das öffnet sich ja, aber da sagt, Seiteninhalt nicht gefunden, um eine Übersetzung machen. Okay, das sollte eigentlich klappen. Ich habe jetzt den Link geöffnet und ich sehe das gerade vor mir und das ist offen, die Seite. Ha. Das ist sehr seltsam. Also ich habe noch mal probiert, es geht nicht. Okay. Also die Seite öffnet sich gar nicht, oder? Doch, ich drücke auf dieses Link und dann kommen sie in Gaylord Regenbogenfarben 404. Ups, page not found. Okay, das ist komisch, weil ich kann das bei mir hier genau sehen. Also die Seite ist offen, da steht Billing Address, also da muss man praktisch ihre Adresse eingeben. Also wenn ich dieses AS Checkout hinten wegnehme, dann funktioniert die Seite. Vielleicht hast du den Link nicht komplett kopiert. Nein, der Link ist auf jeden Fall komplett bei dir drin. Ich hab ihn offen. Das ist, wenn ich dieses hinter dem Schrägstrich, wenn ich das wegnehme, komme ich auf normale Seite. Aber bei das anderen, der Zufällerseite, mich weiterschickt. Was kommt denn dann für eine Seite raus, wenn du der Ende hab raus? Ich habe doch gesagt, ich hab 404, ups, page not found. Okay. Okay, das ist komisch, weil ich drücke auf denselben Link drauf und bei mir öffnet sich die Seite. Ich habe jetzt nochmal die E-Mail geöffnet. Warte, ich mach mal Adblock aus für die Seite. Vielleicht hat das damit zu tun. Nee, hat auch nichts gebracht. Ich habe hier 7 Adblocker laufen. Und nee, ist immer noch nichts gekommen. Immer noch nicht. Wäre vielleicht doch einfacher gewesen mit Banküberweisung, dann wäre ich schon fertig. Hätte ich Blitzüberweisung gemacht und werde da schon. Ja, aber bei der Banküberweisung ist das momentan nicht möglich von unserer Seite aus. Ist schlecht. Wegen Interpol? Nein, natürlich nicht wegen Interpol, sondern einfach, weil das momentan nicht klappt. Da ist irgendwie ein Systemfehler oder noch was. Wegen BaFin? Ich kann leider nichts Genaueres dazu sagen, weil ich nicht in dieser Position bin. Ach so. Okay, also ich werde Ihnen einfach später nochmal einen neuen Link schicken und ich werde dann nachschauen, ob Sie können mir dann gerne antworten, ob es geklappt hat oder nicht, weil ich habe jetzt noch andere Kunden an der Leitung warten und wir können dann per E-Mail weiter in Kontakt halten, ja? Oh meine Güte, wie viele Leute fallen da am Tag eigentlich drauf rein, sag mal? Es hat hier nichts mit drauf reinfallen zu tun oder so, wir sind ein Unternehmen. Ich habe Ihnen auch meine Webseite gesagt. Sie können auch sehen, dass wir ein lizenziertes Unternehmen sind. Ja, die Webseite, die du mir am Anfang gesagt hast und der Absender von deiner E-Mail-Adresse sind völlig unterschiedlich. Und wenn man den Provider, also deine E-Mail-Adresse bei Google eingibt, warnen alle Seiten davor, dass ihr Betrüger seid. Das gscompany.info. Natürlich wird auch bei vielen anderen einfach wird Warnungen wird da angeschrieben und so weiter. Ja. Auch wenn du von deiner eigenen Bank mal die Bewertungen eingibst, dann kannst du auch Warnungen sehen, weil einfach viele Leute auch mittlerweile dafür bezahlt werden, schlechte Bewertungen für das Unternehmen. Das ist der Standardtext von jedem Callcenter. Bei wem habt ihr den eingekauft? Der ist 15 Jahre alt, dieser Text. Den habe ich damals selber geschrieben. Also
Ich muss jetzt einfach nur wissen, ob Interesse besteht oder nicht. Falls kein Interesse ich habe besteht, Interesse. Wende ich mich gerne an mein Interesse, ja, daran dir zu sagen, dass... gerade zu unterstellen. Das ist keine Unterstellung, das ist... mir gerade zu unterstellen. Nein, ja. Ich gar nicht. Das ist Tatsache. Und du bist die ganze Zeit live bei YouTube, du dreckiger Betrüger. Ich kann sie gerne an unsere Rechtsabteilung weiterleiten. Ja, bitte. Gib mir die Rechtsabteilung. Ja, okay, alles klar. Dabei, super belehrt. Der aufgelegte Hund.